Im Idealfall nehmt ihr aus meinen Videos noch was fürs Leben mit, also erstmal abonnieren, lohnt sich, und dann den Tipp der Woche abholen: in Kurven muss man lenken. Dann kann man natürlich nicht wissen, wenn man meine Videos nicht schaut. Ich habe hier als Notiz Stimmen weg, deshalb leider kein Ton, hier übrigens sehr wahrscheinlich ein Fall von Handy am Steuer. Ja, ist ein Stück weiter weg, aber der Mustang will die Pferderennbahn doch noch nicht verlassen. Manche haben es einfach eilig, das kennt man ja manchmal selber. Robin, sag mal, wie sieht das bei dir aus? Ich bin auch weggekommen, zu lachen. Ja, also der Audi muss jedenfalls ganz dringend irgendwo hin, aber manchmal sieht man sich tatsächlich direkt an der nächsten Ampel wieder und dann fragt man sich schon so, ja, wofür denn nu? Tja. Die Frage ist jetzt, ist die Ampel rot geworden, weil er zu schnell hingefahren ist? Oder weil er wahrscheinlich schon abbiegen stand? Viele meinen echt nach wie vor, das sei so eine Bagatelle, aber wir Dashcam-Kanäle werden nicht müde zu betonen, ist es nicht. 2 von 100 Gründen nenne ich gleich sofort. Stürzt so ein Radfahrer, kann der Überholer bei dem Abstand unmöglich rechtzeitig ausweichen. Tut er es doch, stößt er mit dem Gegenverkehr zusammen. Beide Situationen sind so vermeidbar, dass ich es mehr als traurig finde, dass man da immer wieder Leute sieht, wie den Egoisten hier, die komplett drauf scheißen, trotz Gegenverkehr. Aber auch ohne Spur verlassen beim Überholen, ist das so schwer? Oh. Das war wohl. Start recording emergency video. Also ich bin ja noch gerollt, als es grün wurde. War noch ein paar Meter weg von der Ampel, ne? Ja. Und diese war rübergekachelt. Herrlich. Nico sieht im Spiegel, links war frei. Also hätte man, wenn man mitgedacht hätte, Platz machen können. Gut, ich war nicht dabei, würde dem Wort von Nico aber durchaus Glauben schenken, denn bei deren Abstand könnte der hier links im Bild durchaus gerade erst die Spur nach links gewechselt haben. Immer diese Leute, die ewig warten, bis sich das Vorfahrtnehmen so richtig lohnt. Großes Lob für dein frühes Gefahrenerkennen und korrektes Handeln. Der LKW macht sich auch klein. Dann aber mal was richtig Interessantes. Ich lasse das mal so laufen. Was genau hier abgeht, weiß vielleicht ein Feuerwehrmitglied von euch. Ich liebe ja solche Blaulichtfahrten, da bin ich immer wieder Kind. Was ist hier los? Alter, da kommt noch mehr. Das muss auch eine Übung sein, oder? Geheiratet oder so. Wer weiß. Machen hier auch sowas? Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist doch nicht mit Blaulicht, oder? Junge, Junge, Junge. Hast du schon drauf gedrückt? Bist du doch da. Das ist definitiv ein Tipp wert. Sowas, ey. Was? So. Also entweder ist ein Haus zusammengestürzt. Nee, die sind alle am Quatschen und Lachen. Also ich glaube nicht, dass das ein Einsatz ist. Wenn du mal reinguckst, die sind alle so... Betriebsausflug. Betriebsausflug, genau. Hä? Und die fahren jetzt in die andere Richtung weg?
Also das sind die, die zu Hause bleiben müssen, ja. Sorry, Friends. Da wird mal wieder gemütlich über Rot geradelt und vor lauter Bass verliert Ibis fast die Windschutzscheibe. Alter Verwalter, ey. Anstellen ist so alltäglich, also nicht für alle, ne? Manche tun nur so, als würden sie vielleicht noch links wollen, hatten das aber nie wirklich vor. Ich will ja nicht übertreiben, wa? Aber manchmal denke ich so, dass öffentliche Steinigung durchaus abschreckend für Nachahmer wirken könnte. Ich meine ja nicht, dass wir das tun sollten. Ich sage nur, es würde ein Exempel statuieren. Alter, echt? Ab dem ersten Überholer ist Überholverbot. Timing 6 minus. Alter, was ist denn mit? Digga. Was macht ihr denn hier? Bist du geistig behindert oder so? Was? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Der kann nichts, ich hätte einfach einen Gegenspruch. Paul hat auch kein Glück mit Radlern. Dieser hier hat übrigens ein eigenes kleines Vorfahrtgewehrenschild, Zeichen 205, welches sich hinter dem Zusatzzeichen 2026 verbirgt. Hallo! Geht's noch? Werft ihm Cholerik vor, aber ganz ehrlich, in diesem Moment brüllt er heraus, was ich mir dachte. Einfach rüber, immer das Gleiche. Boah, da sind wir schon wieder beim Vorhang, ey. Ich hasse hier gerade übrigens wieder ein paar Folgen durch. Das muss man ja nutzen, wenn man mal ein bisschen Zeit dafür hat. Ja, da ich hauptberuflich ja was ganz anderes mache, muss ich dann entsprechend an Wochenenden und auch im Urlaub und so ein bisschen was vorarbeiten, damit ich einfach dann, wenn ich mal mir mal rausnehme, Freizeit zu haben, die dann auch hab. Also seid mir übrigens nicht böse, ja, wenn ihr irgendwie Sachen einschickt und das dauert ewig. Das ist leider so. Ja, Zeit wächst nicht auf Bäumen.